Birgit Schrowange, Sat. 1 offen für Formate mit ihr. Im vergangenen Sommer stieß das TV-Comeback von Birgit Schrowange, 64, mit Birgits starke Frauen in Sat. 1 auf wenig Zuspruch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Spot on News deutet der Sender nun zumindest an, dass sich Fans der Moderatorin womöglich trotzdem auf weitere Sendungen mit Schrowange freuen können. Es muss sich niemand Sorgen machen. Sat. 1 und Birgit Schrowange sind offen für gemeinsame neue Programmideen, erklärt Sat. 1 Sendersprecher Christoph Körfer. Ob weitere Formate aber bereits fest geplant sind, ist unklar. Mitte Juni hatte Sat. 1 das Format Birgits starke Frauen zunächst nach 2 Folgen nicht mehr ausgestrahlt. Schrowange hatte mit der Reihe ihr Comeback in Sat. 1 gegeben, nachdem sie Ende 2019 bei Extra, das RTL-Magazin, nach rund 25 Jahren aufgehört hatte. Neben Birgits starke Frauen hatte Sat. 1 im vergangenen Jahr zudem die gemeinsamen Formate Wir werden mehr und Unser Mallorca mit Birgit Schrowange gezeigt. Schade, Birgits starke Frauen hatte weniger ZuschauerInnen als erhofft. Deswegen werden wir die Sendung ab sofort aus dem Programm nehmen, hieß es damals auf dem Twitter-Account des Senders. Nach den schwachen Quoten wurde später aber doch noch ein Ersatzendeplatz für die restlichen Episoden gefunden, am Sonntagvormittag.